Überraschungsfang für den palästinensischen Fischer Jihad al-Sultan. Vergangene Woche landeten nicht nur Fische, sondern auch eine Flasche in seinem Netz und in der Flasche ein Brief. Verfasst im Juli von zwei britischen Urlaubern auf der griechischen Insel Rhodos. Sie würden gerne wissen, wie weit die Flasche gelangen würde, schrieben sie. Gut 800 Kilometer sind es am Ende geworden. Hoffentlich kann jeder Fischer im Gazastreifen irgendwann so frei im Meer sein, wie es diese Flasche war. Sie ist ohne Grenzen und Soldaten zu uns gekommen. Wegen der Gaza-Blockade durch Israel und Ägypten können palästinensische Fischer derzeit nur bis zu 6 Seemeilen vor der Gaza-Küste auf Fischfang gehen.